So, Sie wissen jetzt, worum es in der BWL geht, was die BWL mit Institutionsökonomik zu tun hat, allgemein, was sie mit Wirtschaftswissenschaften zu tun hat und was Ziele und Methoden der BWL sind. Und jetzt in dieser Lerneinheit bauen wir drauf auf und schauen uns ganz grundlegende Fragen der BWL an. Und dazu nehmen wir hier die Analogie des Robinson Crusoe. Und ja, was hat der Robinson Crusoe mit BWL zu tun? Eine wichtige Eigenschaft von Betrieben ist ja, dass Leistungen produziert werden und auf dem Markt abgesetzt werden. Das ist für den Robinson Crusoe total egal, weil der ist allein auf seiner Insel, hat keinen Markt, hat keine Abnehmer. Und für den geht es nur um Einkommenserzielung und die Verringerung seiner Einkommensunsicherheit. Aber in der BWL geht es ja letztendlich auch immer um Einkommenserzielung und auch um Verringerung von Unsicherheiten. Denn alle Leute, die in Betrieben beteiligt sind, sind motiviert durch Einkommenserzielung. Und auch die Inhaber von Betrieben haben als hauptsächliches Motiv Einkommenserzielung. Und deswegen ist das Beispiel hier auch für die BWL relevant. Wir könnten also das Robinson-Beispiel bezeichnen als Ein-Personen-Betrieb ohne Außenbeziehung. Und wenn wir uns damit beschäftigt haben, können wir das Modell komplizierter machen, erweitern, nämlich die Außenbeziehung betrachten, zum Beispiel Absatzmärkte oder strategische Interaktionen mit anderen Wettbewerbern oder zum Beispiel Mehrpersonenbetrieben und dann eben die Interaktion innerhalb eines Betriebs. So, jetzt erstmal zur Ausgangssituation. Die Ausgangssituation, etwas erweitert von unserem ursprünglichen Beispiel, sieht wie folgt aus. Nach einem Schiffbruch ist der Robinson der einzige Überlebende und strandet auf einer Insel. Er schafft es gerade noch, ein paar Werkzeuge mitzunehmen und vielleicht was zu essen. Das ist eine Wurst. Bevor das Schiff komplett versinkt. Und ja, er landet eben auf dieser. Ach so, das linke soll ein Hammer sein. Ich kann ganz toll zeichnen, ich weiß. Die Insel ist menschenleer, ist niemand außer ihm da. Und in dieser Ausgangssituation ist also keine Koordination von ökonomischen Entscheidungen notwendig, weil es gibt nur einen ökonomischen Entscheider und der muss nicht mit sich selbst alles koordinieren, sondern für den hat alles direkt auf ihn die Auswirkung. Aber der Robinson findet zusätzlich noch diverse andere Güter auf der Insel, die ihm das Leben ein bisschen einfacher machen, zum Beispiel Trauben, anderes Obst, Schildkröten, Schildkröteneier, Süßwasser und so weiter. Mit diesen Ressourcen und zusätzlich noch seiner eigenen Arbeitskraft muss Robinson also für seinen gegenwärtigen und künftigen Lebensunterhalt sorgen. Abstrakt gesehen ist das nichts anderes als ein Problem der Einkommenserzielung im Sinne der Vermögenssteigerung. Außerdem ist für den Robinson die Verringerung von Einkommensunsicherheiten ganz, ganz wichtig, weil er hat keine Art von Versicherung. Wenn er sich das Bein bricht, dann kann ihm niemand helfen. Deswegen muss er irgendwelche Mechanismen finden, irgendwelche Ideen haben, wie er seine Risiken reduzieren kann. So, ein paar Wörter zu seinen Präferenzen. Bevor der Robinson über die Verwendung der ihm verfügbaren Ressourcen entscheiden kann, muss er sich darüber im Klaren sein, was er denn mit seinen Entscheidungen bewirken will. Robinson muss also seine Zielsetzung konkretisieren. In betriebswirtschaftlichen Untersuchungen beschränkt man sich meist darauf, monetäres Einkommen als Zielgröße zu verwenden, weil dieses Einkommen in der Privatsphäre von Entscheidern ja in die letztlich nutzenstiftenden Güter transformiert werden kann. Das ist für den Robinson nicht relevant, weil er keinen Tauschpartner hat, dem er für Geld Güter abkaufen könnte. Robinson drückt seine Zielvorstellungen direkt in Gütereinheiten aus. Bei der Rettung von Vermögensgegenständen aus dem Schiff hat der Robinson auch Gold- und Silbermünzen gefunden. Und auch wenn sie für ihn auf der Insel keinen Wert haben, nimmt er sie mit, falls er eventuell doch noch von der Insel gerettet werden sollte. Der Zielkatalog ist eben nichts anderes als die Gesamtheit aller Aspekte, welche die Wohlfahrt der Entscheiderin oder des Entscheiders beeinflussen und ihrerseits von der Entscheiderin beeinflusst werden können. An erster Stelle steht für den Robinson die gegenwärtige Sicherung seines Überlebens. Klar, ne, wenn er jetzt nicht überlebt, dann ist alles andere, was danach kommt, auch egal. Und das Überleben will er, das muss er irgendwie mit geringen Mengen an Nahrungsmitteln gewährleisten, weil er nicht so viel hat. Ebenso wichtig ist es, das Überleben in der Zukunft zu sichern. Ne?
Formaler ausgedrückt muss während des gesamten zeitlichen Planungshorizonts eine Mindestausstattung an Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen. Über die reine Lebenssicherung hinaus bestehen beim Robinson außerdem zusätzlich Konsumwünsche, zu deren Befriedigung weitere Nahrungs- und Genussmittel herangezogen werden können. Zum Beispiel die Qualität der Unterkunft wirkt sich nutzensteigernd aus. Und die zweite wesentliche Zielkomponente besteht im nutzensteigernden Einsatz der Zeit. Direkt nutzenstiftende Verwendungen seiner Zeit liegen zum Beispiel in der Muße, in Wanderungen über die Insel oder im Lesen von Büchern. Und neben dieser unmittelbar nutzenstiftenden Verwendung der Zeit kann Robinson seine Zeit auch mittelbar nutzenstiftend einsetzen, indem er zum Beispiel seine künftige Güterausstattung sichert. Diese Art der Arbeit mindert unmittelbar erstmal seinen Nutzen. Wenn er jetzt Arbeit reinstecken muss, damit er morgen mehr hat, dann hat er halt heute weniger Zeit für Freizeit. So, jetzt geht es eigentlich erst um Zielgewichtung, also hier noch einen Schritt zurück. Der Robinson hat mehr als ein Ziel. Und damit er angemessen er hat viele Ziele, die er gleichzeitig erfüllt haben möchte. Und damit der Robinson angemessen Entscheidungen treffen kann, muss der Robinson eine relative Gewichtung der einzelnen Zielbeiträge vornehmen. Häufig lassen sich einzelne Zielerreichungsgrade zu einem Gesamtziel zusammenfassen. Typisch ist außerdem, dass verschiedene Zielbeiträge nicht unabhängig voneinander Nutzen stiften, sondern es gibt Güter, die nur bei gemeinsamer Verfügbarkeit einen positiven Zielbeitrag leisten oder dann einen höheren Zielbeitrag ermöglichen. Solche Güter bezeichnet man als komplementär, weil sie sich ergänzen. Okay? Ein ganz einfaches Beispiel für komplementäre Güter ist zum Beispiel Pfeife und Pfeifentabak. Okay? Pfeife für sich genommen, bringt nicht so viel Nutzen. Pfeifentabak für sich genommen auch nicht, aber zusammengenommen stiften sie schon ganz gut Nutzen und insbesondere mehr Nutzen als die Summe der Einzelbeiträge. Für die meisten Güter gilt aber das Umgekehrte. Das heißt, in gewissen Grenzen kann der Minderkonsum eines Gutes durch den Mehrkonsum eines anderen Gutes so kompensiert werden, dass der Gesamtnutzen konstant bleibt. Solche Güter nennt man dann substitutiv, weil man sie gegeneinander austauschen kann. Für Robinson sind das zum Beispiel Melonen und Trauben. Auf jeden Fall substitutive Güter. Wenn es dieses Jahr nicht so viele Melonen gibt, dann isst er halt ein paar mehr Trauben. Okay? Da kann er ein Stück weit substituieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zeitliche Komponente der Zielbeiträge. Gegenwärtige und künftige Güterverbräuche stiften jeweils Nutzen. Dieser muss aber nicht unbedingt übereinstimmen. Meistens geht man davon aus, dass gegenwärtige Güter einen höheren Nutzen stiften als künftige. Das heißt, wir gehen von einer Gegenwartspräferenz aus. Wenn Sie an sich selber denken, können Sie das vielleicht bestätigen. Wenn Sie die Wahl haben zwischen einer Tafel Schokolade jetzt oder anderthalb Tafeln morgen, dann greifen viele von Ihnen vielleicht lieber jetzt zu der Schokolade. Und das nennen wir dann Gegenwartspräferenz. Außerdem kann es in Bezug auf die Nutzenwahrnehmungen auch zeitliche Interdependenzen geben. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Robinson sich an ein heute realisiertes Konsumniveau gewöhnt. Und in diesem Fall würde eine Verringerung des Konsums unter dieses Niveau eine stärkere Nutzenminderung bedeuten als die vorher mit der Erhöhung auf dieses Niveau verbundene Nutzenerhöhung. In der empirischen Entscheidungstheorie nennen wir das Besitztumseffekt. Okay? Das ist ein nachgewiesener Effekt. Ein berühmtes Beispiel, wenn sagen wir, Sie sind ein Weinsammler oder Weinliebhaber und Sie haben seit Jahren eine bestimmte Flasche Wein versucht zu erwerben und haben es jetzt endlich geschafft. Und jetzt stellen Sie sich vor, kurz nachdem Sie die Weinflasche erworben haben, kommt jemand und bietet Ihnen genau das Geld, was sie gerade ausgegeben haben, um ihnen diese Flasche Wein abzukaufen oder von mir aus auch ein bisschen mehr, dann werden sie in der Regel Nein sagen, weil es ist ihnen mehr wert, das, was sie jetzt an Nutzen dazu gewonnen haben, indem sie die Flasche bekommen haben, ist kleiner als das, was sie an Nutzen verlieren würden, wenn sie das verlieren würden. Also etwas zu haben ist besser als etwas
es zu verlieren, sozusagen. Habe ich jetzt blöd erklärt. Ist auch nicht so wichtig, weil das über normale Entscheidungstheorien hinausgeht. Ein typischer Gegenstand betriebswirtschaftlicher Fragestellungen ist, wie schon erwähnt, die Verringerung von Einkommensunsicherheiten, weil Individuen in den meisten Situationen der Unsicherheit abgeneigt sind. Das heißt, sie sind risikoavers. Der durchschnittliche Mensch möchte gerne Risiken vermeiden, wenn er es irgendwie kann. Die Tatsache, dass bestimmte Handlungen nicht mit Sicherheit eine bestimmte Folge nach sich ziehen, sondern dass auch der Zufall die Folgen bestimmt, wird von risikoaversen Individuen als nutzenmindernd eingestuft. Okay, das ist nichts anderes als komplizierter Ausdruck für ich weiß nicht, was ich machen sollte, weil ich nicht genau weiß, was dann passieren wird. Ja, wenn ich das eine studiere, habe ich vielleicht so einen Job, aber ich weiß es nicht genau. Wenn ich das andere studiere, habe ich vielleicht einen anderen Job, aber ich weiß es nicht genau. Wenn ich als Unternehmer jetzt eine Investition tätige, weiß ich nicht genau, wie hoch die Rendite sein wird, ob es überhaupt eine Rendite gehen wird. Wenn ich eine andere Investition tätige, also ist es auch unsicher. Also fast alle Entscheidungen in der realen Welt sind irgendwie mit Unsicherheit behaftet. Und das mögen risikoaverse Individuen nicht. Das bedeutet, es kann sich für Individuen lohnen, Ressourcen für die Verringerung von Einkommensunsicherheiten einzusetzen. Und solche Maßnahmen der Risikominderung haben zum Ziel, den Einfluss des Zufalls auf die Konsummöglichkeiten zu verringern. Zum Beispiel, indem sie Geld ausgeben für eine Versicherung. Dann verringern sie das Risiko, sie geben ein bisschen Geld aus dafür, dass ein großer Schadensfall sie nicht zu sehr beeinflusst. Nutzenfunktion. Rationale Entscheidungen werden in der Regel mit der Zielsetzung der Nutzenmaximierung getroffen. Wenn Sie irgendeine rationale Entscheidung treffen wollen für Ihre persönlichen Ziele, dann haben Sie eigentlich in der Regel das Ziel, dass Sie Ihren Nutzen maximieren wollen, dass Ihr Nutzen so groß wie möglich werden soll. Das heißt nicht unbedingt, dass immer die einzelnen Zielbeiträge maximiert werden. Es ist durchaus möglich, dass bei bestimmten Gütern irgendwann eine Sättigung eintritt, sodass eine weitere Erhöhung der verfügbaren Gütermenge keine Nutzensteigerung mehr mit sich bringt. Okay? Denken Sie zum Beispiel daran, wie sich die Menge der von Ihnen konsumierten Schokolade auf Ihren Nutzen auswirkt. Die erste Einheit steigert Ihren Nutzen sehr stark, würde ich sagen. Die zweite Einheit auch noch, aber vielleicht schon ein bisschen weniger. Die dritte Einheit erhöht immer noch Ihren Nutzen. Also sagen wir es statt Einheit Tafel, okay? Dann ist es plastischer. Die dritte Tafel erhöht immer noch ihren Nutzen, aber noch weniger als die zweite Tafel. Immer weiter so, bis die nächste Tafel ihren Nutzen nicht mehr erhöht. Und wenn Sie dann noch eine Tafel essen, dann verringert sich Ihr Nutzen, weil Ihnen schlecht wird. Und Nutzenmaximierung ist nur dann operational, wenn es möglich ist, die einzelnen Zielbeiträge explizit auszudrücken und über die gegenseitige Beeinflussung der Nutzenzuwächse Aussagen zu machen. In der Nutzenfunktion einer Entscheiderin werden Zielkatalog und Zielgewichte zusammengefasst. Eine wichtige Information, die der Nutzenfunktion entnommen werden kann, ist die Nutzenveränderung, die durch einen Zuwachs der Gütermenge ausgelöst wird. Okay? Das kann man mathematisch ausdrücken und der sogenannte Grenznutzen ist der Nutzenzuwachs bei einer geringfügigen Ausweitung des Konsums eines bestimmten Gutes. Weil das Konzept des Grenznutzens so wichtig ist, schauen wir es uns ein bisschen genauer an. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die verfügbaren Mengen XI von verschiedenen Gütern, also wir haben Güter XI und I geht von 1 bis N. Okay? Und diese Güter beeinflussen unseren Nutzen. Nutzen ist sehr oft abgekürzt als U, kommt auch vom englischen Utility. Und für diese Funktion U gilt, dass sie abhängt von den verfügbaren Mengen der verschiedenen Güter. Also X1, X2 und so weiter bis XN. Okay? Das ist unsere Nutzenfunktion. Und wenn man eben die Wirkung einer kleinen, also marginalen Veränderung der verfügbaren Menge eines bestimmten Gutes betrachtet, ist das nichts anderes als den Grenznutzen zu betrachten. Und das sieht dann typischerweise so aus, dass wir eine partielle Ableitung bilden der Funktion nach einem bestimmten Gut, zum Beispiel x1. Und das ist dann der Grenznutzen. Was passiert mit unserem Nutzen, wenn wir x1 ein kleines bisschen ändern? Das ist der Grenznutzen,
in Bezug auf das Gut 1. Rein mathematisch, wie schon gesagt, haben wir es beim Grenznutzen mit der ersten partiellen Ableitung zu tun. Hier würde ich Ihnen einen typischen Verlauf einer Nutzenfunktion in Abhängigkeit der Gütermenge x1 abtragen. In dieser Grafik haben wir also hier auf der vertikalen Achse den Nutzen, und zwar den Nutzen in Abhängigkeit von x1. Und hier auf der horizontalen haben wir die Menge von Gut 1, die zur Verfügung steht. Okay? Wir betrachten also nur das eine Gut. Wenn wir mehrere Güter betrachten wollten, bräuchten wir mehr Dimensionen und das kann ich nicht so gut zeichnen. Also zweidimensional kann ich ganz gut zeichnen. Alles andere müssen Sie sich leider selber vorstellen in Ihrer eigenen Vektorgrafikwelt. So, und ein typischer Verlauf wäre sowas. Das wäre zum Beispiel u von x1. Wie Sie sehen können, ist das Nutzenniveau immer größer als 0, auch wenn von Gut x1 gar nichts konsumiert wird. Das können wir so interpretieren, dass das Gut x1 nicht existenziell wichtig für den Robinson ist. Ne? Es ist schon blöd für ihn, wenn er nichts davon hat. Wenn er nichts davon hat, ist er ja hier bei 0. Dann hat er eben einen relativ geringen Nutzen, aber sein Nutzen ist nicht 0. Okay? Er kann zur Not auch ohne dieses Gut leben. Dann können wir uns die Steigung dieser Funktion u anschauen, also die erste Ableitung, und wir sehen, das ist eine durchweg positiv steigende Funktion. Ne? Also ist, die Steigung der Funktion u ist immer positiv. Auf ökonomisch bedeutet das, dass eine Ausweitung der Verfügbarkeit von x1 stets mit einem Nutzenzuwachs verbunden ist. Okay? Der Grenznutzen ist immer positiv. Das bedeutet, egal an welcher Stelle der Funktion wir sind, wenn wir x1 ein bisschen erhöhen, steigt auch der Nutzen. Okay? Und das gilt an jeder Stelle. Auch hier gilt das und auch hier gilt das. Und wie Sie jetzt an den Dreiecken sehen können, gilt es aber immer weniger. Ne? Das heißt, die Steigung wird immer flacher. Also die zweite Ableitung ist durchweg negativ. Formal wäre das dann sowas. Die erste Ableitung ist stets größer 0 hier und die erste Ableitung meine ich, und die zweite Ableitung ist stets negativ. Ne? Das wäre ein ganz typischer Verlauf einer Nutzenfunktion. Und diese zweite Bedingung sagt eben nichts anderes, als dass der Nutzenzuwachs wird zwar immer größer, wenn wir x1 ausweiten, aber je mehr an x1 wir schon haben, desto geringer ist der zusätzliche Nutzen. Okay? Der Grenznutzen ist also positiv, aber abnehmend. Das ist ein ganz typischer Verlauf von einer Nutzenfunktion, wie sie in den Wirtschaftswissenschaften benutzt wird. Und für viele Konsumgüter ist es eine intuitiv sinnvolle Annahme. Okay? Das Beispiel, was ich eben gesagt habe, passt hier auch rein. Ne? Das ist die erste Tafel Schokolade. Dann haben wir hier zwei. Und dann haben wir hier drei Tafeln und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, die Funktion, wenn wir sie dann weiterzeichnen würden, irgendwann wäre die Steigung dann 0 und vielleicht irgendwann auch wieder negativ. Okay? Ein Faktor, für den der Verlauf, so ein typischer Verlauf einer partiellen Nutzenfunktion nicht gilt, ist der Arbeitseinsatz. Weil Arbeit einfach keinen Spaß macht oder weil durch Arbeit der Nutzen von Freizeit verloren geht, nehmen wir in der Regel an, dass der Grenznutzen von Arbeit negativ ist, und zwar stärker negativ, je mehr Arbeit schon geleistet wurde. Das können Sie sich so vorstellen, dass für die erste Einheit an Arbeit die am wenigsten attraktive Freizeitmöglichkeit aufgegeben wird. Und je mehr Zeit in die Arbeit reingesteckt wird, desto attraktiver ist die verbleibende Freizeit, desto lästiger ist also die zusätzliche Arbeit. Um im Schema der Nutzenfunktion mit positiven abnehmenden Grenznutzen bleiben zu können, definieren wir einfach Freizeit als Konsumgut und halten als Regelfall fest, dass der Grenznutzen von Konsumgütern positiv und abnehmend ist. Okay, das ist unsere Grundannahme für jedes Standard-Konsumgut. Positiver, aber abnehmender Grenznutzen. Will heißen, wir wollen eigentlich immer mehr von Konsumgütern, aber eben auch nicht unendlich.
Was die Zeitkomponente angeht, können Sie den Verbrauch desselben Gutes zu unterschiedlichen Zeitpunkten als Verbrauch verschiedener Güter ansehen. Okay, man kann also auch annehmen, dass Schokolade heute ein anderes Gut ist als Schokolade morgen. Und die Aversion gegen Unsicherheit, die typischerweise für Individuen angenommen wird, schlägt sich nicht direkt als Zielkomponente in der Nutzenfunktion wieder, sondern in ihrem Verlauf. Das werden wir in späteren Lerneinheiten noch genauer sehen. Aber das Risiko taucht nicht direkt als Zahl hier auf, sondern drückt sich in der Konkavität der Nutzenfunktion aus. Aber dazu später. Alle wichtigen Entscheidungen, auch alle wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen, auch die von Robinson, bestehen in der Auswahl aus mehreren Handlungsalternativen. Ohne Alternativen braucht man auch keine Entscheidung. In der Regel wird über Aktivitätenbündel entschieden, die durch bestimmte Kombinationen von Einzelaktivitäten gekennzeichnet sind. Zum Beispiel so und so viel Arbeit heute und so viel Arbeit morgen. Im Bestfall liefert uns eine Beschreibung der Handlungsalternativen also einen Katalog von einander ausschließenden Aktivitätenbündeln, aus denen wir genau eins auswählen sollten. Natürlich sind nicht alle Aktivitätenbündel per se zulässig, sondern es müssen bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden. Insbesondere gilt das in Bezug auf Robinsons Ausstattung mit Ressourcen wie Güter, Arbeitskraft und Zeit. Auf ökonomisch nennen wir das Budgetrestriktionen. Was heißt das? Für jeden Tag gilt natürlich, dass die verschiedenen geplanten Aktivitäten sich in ihrer Dauer nicht zu mehr als 24 Stunden addieren dürfen. Das Problem kennen Sie vielleicht, wenn Sie Ihren Stunden- und Lernplan mal versucht haben aufzustellen. Manchmal kommt man auf mehr als 24 Stunden und das ist eben nicht sehr effizient. Robinson verteilt also seine Zeit, die er zur Verfügung hat, auf Arbeiten, Spazierengehen, Ruhe oder Bibellektüre, weil die Bibel ist das einzige Buch, was er von dem Schiff noch retten konnte. Analog dazu ist zu jedem Zeitpunkt auch noch der Gesamteinsatz von Nahrungsmitteln beschränkt auf die verfügbaren Mengen. Potenzielle Verwendungsmöglichkeiten sind Verbrauch, also Nahrungsmittel aufessen, Horten, also Lageraufbau, oder Einsatz in der Produktion, also die Veränderung der Güter. Selbstverständlich besteht eine enge Verbindung zwischen den Entscheidungen zu einem Zeitpunkt und den Budgetrestriktionen der folgenden Zeitpunkte. In Bezug auf Verbrauch und Horten ist das trivial, denn man kann jede Einheit eines Gutes nur genau zu einem Zeitpunkt verbrauchen. Okay? Das heißt, wenn es heute verbraucht wird, kann man es morgen nicht mehr verbrauchen. Wenn ich plane, es morgen zu verbrauchen, kann ich es heute nicht verbrauchen. Interessant wird es in Bezug auf die Produktion, denn oft ermöglicht die Nutzung eines Gutes in der Produktion zusätzliche Konsummöglichkeiten in der Zukunft. Denken Sie an das Beispiel Weizen. Weizen kann ich entweder heute schon konsumieren oder aussehen und dann morgen mehr davon haben. Das heißt, wir haben schon irgendeine Art von Trade-off drin und das kann man wunderbar mathematisch auch modellieren. Die Prüfung einer Aktivität auf Zulässigkeit, also ihre Vereinbarkeit mit den Budgetrestriktionen, muss stets am Anfang eines Entscheidungsprozesses stehen. Nur eine zulässige Aktivität kann auch optimal sein. Jetzt zu den Typen von Entscheidungen. Zunächst haben wir Produktionsentscheidungen. Das sind Entscheidungen über die Kombination von Einsatzgütern, auch als Produktionsfaktoren oder Inputs bezeichnet. Zum Beispiel benötigt der Robinson für die Produktion eines tönernen Topfes verschiedene Inputs. Ton, eine Vorrichtung zum Drehen, Brennstoff für das Feuer und seine Arbeitskraft. Die insgesamt für die Produktion verfügbare Menge an Inputs steht fest. Bei Produktionsentscheidungen geht es also in der Regel darum, aus einer gegebenen Menge von Einsatzgütern ein geeignetes Bündel von Ausbringungsgütern herzustellen. Und diese Ausbringungsgüter nennen wir auch Produkte oder Outputs. Okay? Ein ganz klassisches Modell von BWL oder Wirtschaften an sich ist also sowas, wir haben Inputs die
stecken wir in eine sogenannte Blackbox rein. Das ist unsere Produktionsfunktion, die nennen wir oft F. Und heraus kommen dann Outputs, Ausbringungsgüter, das, was dann weiterverarbeitet wird oder was wir dann verkaufen. Und das ist dann zum Beispiel sowas. Okay? Und die Richtung ist Indire. So, Produktionsentscheidungen sind ein typisches Anwendungsfeld des Rationalprinzips, denn hier ist vor allem die Verschwendung von Inputs zu vermeiden. Bei Investitionsentscheidungen geht es im Wesentlichen um intertemporale Allokation, also die Aufteilung von Gütern auf jetzigen und künftigen Konsum. Dabei werden natürlich die künftigen Konsummöglichkeiten von den jetzigen Investitionsentscheidungen beeinflusst. Okay? Je mehr ich heute investiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen viel konsumieren kann. Investition geht stets mit einem Konsumverzicht einher. Was Sie investieren, können Sie nicht gleichzeitig konsumieren. Okay? Was Sie jetzt auf, was Sie, jetzt ins Sparbuch stecken, können Sie nicht gleichzeitig beim Mediamarkt verprassen. Deshalb kann man auch von Konsumentscheidungen statt von Investitionsentscheidungen sprechen. Bei Konsum werden Güter unmittelbar verbraucht. Bei Investitionen wird der künftige Konsum gesichert oder gesteigert. Dafür werden Güter in der Gegenwart nicht konsumiert und möglichst produktiv eingesetzt, wenn man das Horten als Grenzfall der Produktion sieht. Die zeitliche Aufteilung kann verschiedene Güter betreffen. Nahrungsmittel können unmittelbar konsumiert werden oder je nach Beschaffenheit für Konsum gehortet werden. Man kann Nahrungsmittel aber auch produktiv einsetzen, um einen künftigen Mehrkonsum zu ermöglichen. Denken Sie an das Beispiel Weizen, den man entweder direkt konsumieren kann oder aussehen, um morgen mehr zu haben. Auch in Bezug auf die Verwendung seiner Zeit hat Robinson Auswahlmöglichkeiten. Er kann seine Zeit damit verbringen, zu arbeiten, also zum Beispiel die Hütte ausbauen, Felder bearbeiten, fischen und so weiter, oder damit sich zu vergnügen. Es ist auch denkbar, dass Robinson seine Arbeit bis zu einem gewissen Grad als Vergnügen betrachtet. Solche Leute gibt es auch. Umgekehrt kann Muße sich auch positiv auf das künftige Konsumniveau auswirken, denn sie trägt dazu bei, dass Robinson seine Arbeitskraft regeneriert. Das heißt, Freizeit ist auch eine Art von Investition, um nämlich zukünftige Arbeitskraft zu sichern. Als dritten Typ von Entscheidungen kann man schließlich noch das Risiko betreffende Entscheidungen klassifizieren. Okay? Das äußert sich darin, dass angesichts der allgemeinen Umweltunsicherheit andere Produktions- und Investitionsentscheidungen getroffen werden, als wenn Sicherheit herrschen würde. Das bedeutet, Risiko an sich wird nicht gestaltet, sondern der Einfluss der Unsicherheit auf die nutzenbestimmenden Zielbeiträge. Weil die Produktion mit Unsicherheit verbunden ist, werden Teile der Güter als Reserven gehortet, um der Gefahr des Verlustes von Inputs vorzubeugen. Robinson kann auch Reserven von Output-Gütern anlegen, um für solche Situationen vorzusorgen, in denen er aufgrund einer Erkrankung zum Beispiel nicht produktiv tätig sein kann. Neben der Reservehaltung kann Robinson auch durch angemessenes Verhalten dem Risiko begegnen. Dabei können wir davon ausgehen, dass nicht alle Zufälle sich gleichermaßen positiv oder negativ auf die Produktion auswirken. Durch geeignetes Verhalten kann Robinson die Gesamtwirkung der Unsicherheit auf seine Konsummöglichkeiten verringern. Zum Beispiel kann der Robinson seine Pulvervorräte in kleinen Einheiten an verschiedenen Orten lagern, damit nicht ein Blitz alles zerstört. Oder er könnte Saatgut in kleinen Mengen zu unterschiedlichen Jahreszeiten säen, wenn er noch nicht genau weiß, wann er am besten aussehen sollte. Also solche Maßnahmen der Risikominderungen durch Risikostreuung bezeichnet man auch als Diversifikation. Okay, da haben wir hier einen direkten Bezug zu wirtschaftlichen Entscheidungen. Wenn Sie nämlich zum Beispiel ein Aktienportfolio haben, wo Sie in verschiedenen Industrien investiert haben, ist auch nichts anderes als Diversifikation, denn wenn Sie Ihr ganzes Geld in eine Industrie oder noch schlimmer noch in nur eine Firma stecken, dann sind Sie dem Risiko sehr stark ausgesetzt. So, jetzt zu zwei ganz wichtigen grundlegenden Begriffen in der Entscheidungstheorie, Aktivitäten und Ergebnisse. Aktivitäten werden größtenteils nicht um ihrer selbst beurteilt, sondern im Hinblick darauf, was sie für Ergebnisse herbeiführen, also die durch sie konsumierbaren Gütermengen.
Okay. Wenn der Robinson irgendwas macht, dann ist das in der Regel kein Selbstzweck, sondern er überlegt sich, wie viel kann ich dadurch mehr essen? Okay? Ganz einfach ausgedrückt. Insbesondere die Gütermenge, die in der Zukunft konsumierbar ist, hängt nicht ausschließlich vom Konsumverzicht in der Gegenwart ab, sondern auch durch die bekannte Produktionstechnologie und die Umweltunsicherheit. Ja, Produktionstechnologie ist natürlich, wie geschickt er Sachen aussät, wie er dabei vorgeht, in welcher Reihenfolge, und Umweltunsicherheit sind so Einflüsse wie Wetter und so. Und für die Bemessung erforderlicher Einsätze von Inputs in der Produktion kommt es wesentlich darauf an, in welcher Relation Inputs und Outputs stehen. Okay? Es kommt also darauf an, um wie viel die Outputmenge steigt, wenn wir etwas mehr Inputgüter einsetzen. Im Hinblick auf die Planung des Inputfaktoreinsatzes ist die Unterscheidung in Verbrauchs- oder Potenzialfaktoren hilfreich. Verbrauchsfaktoren oder auch Material sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bei der Produktion verbraucht werden oder im Produkt aufgehen, also auf jeden Fall nach erfolgter Produktion nicht mehr vorhanden sind. Deshalb müssen sie bei jedem Produktionsvorgang erneut bereitgestellt werden. Ein Beispiel für Verbrauchsfaktoren beim Robinson ist zum Beispiel Saatgut. Wenn er Saatgut einmal einsetzt, ist es weg. Dagegen sind Potenzialfaktoren dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Leistungspotenzial haben, welches bei mehreren Produktionsvorgängen eingesetzt werden kann. Potenzialfaktoren verschwinden nicht ganz im Produktionsvorgang, verlieren aber mit der Zeit an Leistungspotenzial. Was gibt es da für Beispiele? Naja, die Werkzeuge, die der Robinson vom Schiff gerettet hat, aber auch seine Arbeitskraft. Okay? Die Werkzeuge, die nutzen sich ab mit der Zeit. Alles, was eine Klinge hat, wird stumpf mit der Zeit. Der Hammer geht vielleicht kaputt oder der Stiel bricht ab. Und man muss die Werkzeuge eben warten, damit sie nicht schnell kaputt gehen. Arbeitskraft ist genauso. Wenn der Robinson wochenlang, jeden Tag 20 Stunden arbeitet, dann wird er irgendwann irgendeine Art von Burnout haben und nicht mehr weiterarbeiten können. Sein Leistungspotenzial an Arbeit wäre erschöpft. Produkte werden in Konsumgüter und Investitionsgüter eingeteilt, wobei Investitionsgüter der jetzigen oder künftigen Produktion dienen. Zwischenprodukte bei einer mehrstufigen Produktion haben also stets den Charakter von Investitionsgütern. Beispiel hierfür ist Mehl als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Brot aus Weizen. Okay? Mehl an sich können wir auch als Produkt bezeichnen, aber wenn es um die Herstellung von Brot geht, ist Mehl nichts anderes als ein Zwischenprodukt. Und statt es zu konsumieren, stecken wir es in einen anderen Produktionsprozess und machen daraus etwas, was noch besser schmeckt als reines Mehl, nämlich Brot. Im Allgemeinen ist Produktion durch die Kombination mehrerer Produktionsfaktoren und die Erstellung mehrerer Produkte gekennzeichnet. Zwei Definitionen dazu: Das verfügbare Wissen über Produktionsmöglichkeiten bezeichnen wir als Technologie. Und der formale Zusammenhang zwischen Input- und Output-Gütern heißt Produktionsfunktion. Okay, zwei ganz wichtige Ausdrücke. Grundsätzlich können wir Produktionsbedingungen danach unterscheiden, ob sie substitutional oder limitational sind. Bei substitutionalen Faktoreinsatzbedingungen kann der verminderte Einsatz eines Faktors so durch einen vermehrten Einsatz eines anderen Faktors kompensiert werden, dass die gleiche Menge von Produkten resultiert. Für Robinson ist zum Beispiel substitutional der Einsatz von Kompost oder Ziegenmist als Düngung für den Gemüseanbau. Also ein Stück weit ist es dem Robinson egal, ob er Kompost benutzt oder Ziegenmist, um seine Gemüsefelder zu düngen. Bei limitationalen Faktoreinsatzbedingungen ist es anders. Da ist es für eine effiziente Produktion erforderlich, die Faktoren in einem bestimmten Einsatzverhältnis zu verwenden. Wenn wir also nur den Einsatz eines bestimmten Inputfaktors erhöhen, steigt die Ausbringungsmenge nicht. Ein Beispiel für Robinson sind zum Beispiel die Faktoren Wasser und Mehl bei der Produktion von Brot. Okay? Wenn Sie schon mal selber versucht haben, Brot zu backen, wissen Sie, Sie können die Relation von Wasser zu Mehl nicht beliebig variieren und immer noch gutes Brot rauskriegen. Also es ist nicht haargenau vorgeschrieben, wie viel Sie da benutzen, aber
Doch in relativ engen Grenzen müssen sie die Relation von Wasser zu Mehl einhalten, sonst haben sie am Ende, also sonst haben sie keinen anständigen Teig. Ne? Also entweder haben sie dann nur Matsche und das wird nicht gar, oder sie haben einen ganz bröckligen Teig, weil sie zu wenig Wasser genutzt haben. Und bei anderen Gütern in der Wirtschaft ist es genauso. Ein PKW, für den PKW brauchen Sie genau 4 Reifen. Oder vielleicht noch einen 5. als Ersatz, aber mit 3 Reifen können Sie den PKW leider nicht verkaufen, in der Regel. Das sind limitationale Faktoreinsatzbedingungen. Produktionsentscheidungen hängen außerdem von der Art der Abnutzung und der Regenerationsfähigkeit der Potenzialfaktoren ab. Insbesondere der Erhalt von Robinsons Arbeitsfähigkeit ist für ihn unverzichtbar. Das haben wir schon ein paar Mal betont. Es handelt sich dabei um ein regenerationsfähiges Potenzial, das durch vorübergehende Ruhe und Pflege wiederhergestellt werden kann. Auch das Leistungspotenzial anderer Faktoren ist beeinflussbar. Eine Axt zum Beispiel, das habe ich erwähnt, verliert durch wiederholten Gebrauch an Schärfe und damit an Nutzungsfähigkeiten. Durch Nachschleifen kann in begrenztem Umfang der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Okay? Wunderschön. Allgemein kann man sagen, dass Instandhaltung die Leistungsfähigkeit von Potenzialfaktoren erhöht oder sichert. Wesentlich für die Veränderung von Produktionsbedingungen im Zeitablauf sind sogenannte Lerneffekte. Lerneffekte resultieren daraus, dass sich durch die wiederholte Produktionstätigkeit das Verhältnis von Input- und Outputmengen verbessert. Ursache dafür ist, dass Erfahrungen mit den Produktionsvorgängen zu einer geringeren Anzahl von Fehlern und zu einer verbesserten Präzision der Produktion führen. Pauschal gesagt, je öfter wir etwas machen, desto weniger verschwenden wir. Da der Robinson als Jäger, Bauer, Schreiner, Töpfer und noch viel mehr tätig werden muss, spielen Lerneffekte für ihn natürlich eine ganz besondere Rolle. Okay? Wenn er zum ersten Mal auf die Jagd geht und vorher noch keine Erfahrung damit hatte, wird er sich ziemlich dumm anstellen und vielleicht gar nichts fangen oder nur irgendein kleines, altes Tier. Je öfter er das aber übt und wiederholt, desto besser wird er darin. So, das Thema Unsicherheit haben wir mehrfach angesprochen, aber noch nicht vollständig charakterisiert. Unsicherheit ist entscheidungswirksam durch unmittelbare und mittelbare Zufallseinflüsse auf die Konsummöglichkeiten. Für Robinson zentral als Zufallsquelle ist die Produktionsunsicherheit. Durch einen bestimmten Faktoreinsatz ist die Produktionsmenge nicht eindeutig determiniert. Okay? Also, Sie wissen, Inputs in die Produktionsfunktion gibt uns Outputs. Ne? Das ist unsere Produktionstechnologie und so läuft Produktion ab. Ne? Also ich stecke Wasser und Mehl in den Produktionsprozess rein und mache daraus was und am Ende kommt hoffentlich Brot raus. So. Aber es ist nicht, wenn ich eine bestimmte Menge Z hier reinstecke, ist nicht genau determiniert, dass genau X rauskommt, weil wir Unsicherheiten haben. Ne? Also bei Brot zum Beispiel hängt es davon ab, also hängt die Größe des entstehenden Brotes natürlich davon ab, was für eine Bakterienumwelt wir da haben, wie gut die Hefebakterien sind, die wir da vorhanden haben, wie gut das Brot, der Teig aufgegangen ist und solche Sachen, okay? Genau, Temperatur ist ein wichtiger Faktor. Ne? Wenn es Winter ist, dann und der Robinson kann sich nicht angemessen vor der Kälte schützen, auch nicht seine Backstube, dann wird der Teig nicht so gut aufgehen und das Brot, was am Ende rauskommt, ist nicht so groß, obwohl er genauso viel Mehl benutzt hat wie vielleicht im Sommer. Je nach Umweltentwicklung können also größere oder kleinere Ergebnisse die Folge sein. Da Robinsons Produktion hauptsächlich landwirtschaftlich ist, besteht für ihn die bedeutendste Unsicherheitsquelle im Wetter. Zu viel Regen oder zu wenig Regen kann beides schädlich sein für die Ernte, genauso wie zu viel Sonne oder zu wenig Sonne. Ne? Also
alles Risikofaktoren, Unsicherheitsfaktoren. Von wesentlicher Bedeutung für Robinsons Arbeitskraft ist die Sicherung seiner Gesundheit. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge des Robinson könnten sein, nicht exzessiv arbeiten, hinreichende Ruhe, angemessene Ernährung. Aber eine Erkrankung kann er trotzdem nicht mit Sicherheit ausschließen. Das haben Sie alle vielleicht schon mal erlebt. Egal wie viel Sie an Vitaminen schlucken und Sport treiben, Sie fangen sich im Winter doch die Grippe ein. Und neben der unmittelbar damit verbundenen Beeinträchtigung des Wohlbefindens, man fühlt sich einfach nicht so toll, würde eine Erkrankung zu einer verminderten Beeinträchtigung des Faktors Arbeit führen und damit mittelbar zu einer verringerten Produktion in der nahen Zukunft. Okay? Wenn ich heute krank liege, kann ich nicht arbeiten. Oder wenn der Robinson heute krank wird, kann er nicht arbeiten und hat morgen weniger zu essen, ne, weil er nichts aussehen konnte, weil er sich nicht um die Felder kümmern konnte, weil er nicht jagen konnte und so weiter. Wir nehmen an, der Robinson möchte, wenn er die Möglichkeit hat, die Insel verlassen. Daraus ergibt sich eine weitreichende Unsicherheit hinsichtlich des zeitlichen Planungshorizontes. Die Entscheidung über die Verwendung von Ressourcen auf der Insel hängt offensichtlich davon ab, wie lange Robinson noch auf der Insel zu leben hat. Der zeitliche Horizont kann durch Auftauchen eines rettenden Schiffes oder durch Robinsons Tod begrenzt werden. Im ersten Fall werden die noch verfügbaren Ressourcen weitestgehend nachhaltig entwertet. Im zweiten Fall findet aus Sicht von Robinson eine vollständige Entwertung aller Güter statt. Ähnlich wie bei der systematischen Auflistung aller Aktivitätenbündel liefert uns die Erfassung der Unsicherheit im Bestfall eine vollständige und überschneidungsfreie Zusammenstellung aller denkbaren Zukunftsentwicklungen. In BWL-Sprache nennt man das Risikomanagement. Dabei wäre jede der denkbaren Zukunftsentwicklungen durch eine Kombination von Realisationen der einzelnen Zufälligkeiten kennzeichnet und genau eine Zukunftsentwicklung würde dann auch eintreten, weil wir sie ja antizipiert haben. Wie sowas aussehen kann, schauen wir uns jetzt an. Auf den vorigen Folien haben wir die wesentlichen Bausteine einer einfachen Entscheidungstheorie kennengelernt, und zwar am Beispiel des gestrandeten Robinson. Eine allgemeine Darstellung davon erfordert natürlich ein bisschen mehr Formalismus. Man geht dabei von der Vorstellung aus, dass bestimmte Handlungsfolgen durch das Zusammenwirken von Aktionen sowie Zuständen herbeigeführt werden. Okay? Also, wir haben eine Aktion, wir haben einen Umweltzustand und zusammengenommen ergibt es eine Handlungsfolge. Allgemein, ich kann ja mal die Tabelle schon zeigen, allgemein wird ein Ergebnis EIJ, das ist die allgemeine Form hier, nicht allein, also schreibe ich mal irgendwo dran, das habe ich vergessen einzutragen, Ergebnis EIJ, okay? Die Aktionen sind hier, die Zustände sind hier. Und je nachdem, welche Kombination wir davon haben, haben wir bestimmte Ergebnisse. Allgemein wird ein Ergebnis EIJ, also nicht allein durch die gewählte Aktion AI, bestimmt, sondern ist auch dem Einfluss des eintretenden Zustands ZJ ausgesetzt. Und das hier wäre, sowas hier wäre eben eine vollständige Charakterisierung unserer Unsicherheit, wenn wir nämlich für alle möglichen Aktionen und alle möglichen Umweltzustände ein Ergebnis definieren, dann haben wir eine vollständige Beschreibung. Außerdem kann ein einzelnes Ergebnis EIJ durch so viele Komponenten gekennzeichnet sein, wie es Elemente im Zielkatalog gibt. Und die Bedeutung von Vollständigkeit und Überschneidungsfreiheit der Menge von Aktionen und der Menge denkbarer Zustände für eine präzise Modellbeschreibung haben wir bereits betont. Also will nichts anderes heißen als, wir müssen genau unterscheiden können, was der Unterschied ist zwischen A1 und A2. Wir müssen genau unterscheiden können, was der Unterschied ist zwischen Z1 und ZJ, ne? Also zwischen Regen und Sonne zum Beispiel. Wie Sie sich vorstellen können, in der Realität nicht so einfach. Aktionen, Zustände und Ergebnisse sowie deren individuelle Bewertung durch eine Nutzenfunktion U lassen sich übersichtlich in dieser Entscheidungsmatrix hier
darstellen. Wie Sie sehen, wird in den Zeilen nach den Aktionen A1 bis AM unterschieden und in den Spalten nach den Umweltzuständen Z1 bis Zn. Also die einfach nur ein bisschen Notation hier. Die Zustände gehen bis N, von 1 bis N, und die Aktionen gehen von 1 bis M wie Martha. Und jede Kombination von Aktion und Zustand führt also zu einem Ergebnis EIJ. Na, wobei das I für die Zustände steht und das J für die Aktion. Außerdem wird jede Aktion letztendlich nicht für sich selbst genommen bewertet, sondern durch die Nutzenfunktion im Hinblick auf die erzielbaren Ergebnisse. Okay? Das heißt, wenn wir die Aktion A1 gewählt haben, ne, dann erwarten wir daraus einen bestimmten Nutzen. Und dieser Nutzen hängt davon ab, welcher Umweltzustand realisiert wird. Also ist unser erwarteter Nutzen eine Funktion von Ergebnis E11, das wäre, wenn Zustand 1 eintritt, und so weiter und so weiter, und auch von Zustand, auch von Ergebnis E1n, und das wäre eben nämlich, wenn Zustand Zn eintritt. Okay? Ich mache mal hier ein bisschen sauber, damit Sie besser sehen können. Ein bisschen viel rumgeschmiert hier. Wenn wir die letzte Spalte hier ausblenden würden, dann würde man auch von einer Ergebnismatrix reden. Okay, also ohne das hier. Das würden wir auch Ergebnismatrix nennen. Und alles zusammengenommen ist dann eben eine Entscheidungsmatrix. Ist im Endeffekt nicht so wichtig, einfach nur ein bisschen, ja, Begriffe und Notation. Mithilfe der Entscheidungsmatrix können wir verschiedene Typen von Entscheidungssituationen klassifizieren. Entscheidungen bei Sicherheit liegen vor. Entscheidungen bei Sicherheit liegen vor, wenn genau ein Zustand eintreten kann. Ne? Weil dann besteht eben formal gesehen keine Unsicherheit. Wenn wir genau wissen, dieser Zustand wird eintreten, woher auch immer, dann liegt Sicherheit vor. Und dann können wir genau sagen, dass bei Aktion A1 ist unser Nutzen determiniert, nämlich als ja, U, genau. U von E11. Genau das ist der Nutzen, den wir aus der Aktion A1 rausziehen, weil wir genau mit Sicherheit wissen, dass Zustand 1 eintreten wird. Alle anderen Zustände sind ausgeschlossen, können gar nicht eintreten. Okay? Natürlich ist Ihnen klar, dass dieser Fall nur ein rein theoretischer Randfall ist. In der Realität ist es fast nie der Fall, dass wir irgendwas mit Sicherheit wissen. Gibt es mehr als einen denkbaren Zustand, spricht man von Unsicherheit oder unsicheren Erwartungen. Und das ist der Regelfall in der Realität. Wenn man in der Lage ist, für die einzelnen Zustände immerhin Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, sprechen wir von Entscheidungen bei Risiko. In diesem Fall ist es zweckmäßig, die Entscheidungsmatrix um eine zweite Kopfzeile mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Zustände zu ergänzen. Okay? Also wir würden dann zum Beispiel hier dran schreiben, die Wahrscheinlichkeit P1. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand Z1 eintritt. PI wäre das dann hier und PN. Okay? Natürlich, rein logisch müssen sich die ganzen Wahrscheinlichkeiten dann auf 1 addieren. Und wie gesagt, durch diese Wahrscheinlichkeiten können wir die Unsicherheit, können wir das Risiko quantitativ fassbar machen. In anderen Worten, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die dahinter steht, beschreibt die Unsicherheit umfassend. Das Problem, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, ist,
dass es schwierig ist, die Eintrittswahrscheinlichkeiten genau zu quantifizieren. Und zwar ist es es liegt einfach in der Natur der Dinge. Wenn wir über Sachen reden, die unsicher sind, dann können wir nicht genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten werden, weil wenn wir das genau wüssten, dann wären es ja keine unsicheren Ereignisse. Besonders für ökonomisch relevante Entscheidungen lassen sich objektive Wahrscheinlichkeiten nicht angeben. Was ist eine objektive Wahrscheinlichkeit? Eine objektive Wahrscheinlichkeit haben wir zum Beispiel beim Würfel oder bei einem Münzwurf. Da spielt nichts Subjektives rein. Stattdessen müssen wir bei ökonomisch relevanten Entscheidungen oft auf subjektive Wahrscheinlichkeiten basierend auf den vorhandenen Informationen zurückgreifen. Also man muss schätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit etwas eintritt. Zwar kann der Robinson das Wetter nicht durch objektive Wahrscheinlichkeiten charakterisieren, aber er kann wenigstens für die nahe Zukunft das Wetter anhand bestimmter Indikatoren vorhersagen. Die einfachste Technologie, das Wetter morgen vorherzusagen, ist, aus dem Fenster zu gucken und zu schauen, wie das Wetter jetzt ist. So wie das Wetter jetzt ist, ist es sehr wahrscheinlich auch morgen. Mit Ausnahme der Tage, wo das Wetter umschlägt. Außerdem gibt es sogenannte Erfahrungswerte, dass es in bestimmten Jahreszeiten mehr regnet oder die Sonne länger scheint. Der Risikobegriff, der hinter diesen Überlegungen steckt, also der wirtschaftswissenschaftliche Risikobegriff, ist wie folgt definiert. Risiko besteht in der Möglichkeit der Abweichung einer Zielgröße von ihrem Erwartungswert. In anderen Worten, wenn eine Zielgröße abweichen kann von ihrem Erwartungswert, dann nennen wir das Risiko. Rein logisch gesehen beinhaltet Risiko also immer auch die Möglichkeit besserer und schlechterer Ergebnisse, als durchschnittlich erwartet werden darf. Das ist anders als der umgangssprachliche Gebrauch des Wortes Risiko. Denn in der Umgangssprache ist Risiko etwas ausschließlich Negatives, ne? Also immer eine Abweichung des Ergebnisses nach unten. Aber der wirtschaftswissenschaftliche Begriff beinhaltet auch, dass zum Beispiel die Ernte unerwartet hoch sein könnte. Okay, auch das nennen wir hier Risiko. Wenn wir nicht in der Lage sind, für die einzelnen Zustände subjektive Wahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, spricht man von Entscheidungen bei Ungewissheit. Die Terminologie dabei ist nicht einheitlich, das ist für uns aber auch egal, solange Sie das Prinzip der Klassifizierung verstehen. Da wir annehmen, dass wir in der Regel in der Lage sind, wenigstens subjektive Wahrscheinlichkeiten über die potenziellen Zustände zu quantifizieren, beschäftigen wir uns in der BWL am meisten mit Entscheidungen bei Risiko. Um Entscheidungen bei Risiko angemessen analysieren zu können, benötigen wir ein adäquates Instrumentarium. Das umfasst zunächst mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Klar, denn wir benutzen ja Wahrscheinlichkeiten, um die Unsicherheit zu quantifizieren. Daneben ist es außerdem wichtig, angemessene Entscheidungsprinzipien zu unterstellen. Hierbei benutzen wir vor allem das sogenannte Bernoulli-Prinzip nach einem berühmten Mathematiker, welches durch die Vorgabe einer Nutzenfunktion über die Ergebnisse und durch die Entscheidungsregel maximiere den Nutzenerwartungswert gekennzeichnet ist. Also die Tatsache, dass wir Nutzenfunktionen benutzen und unterstellen, dass dieser Nutzen maximiert werden soll, heißt, wir benutzen das Bernoulli-Prinzip. Das Bernoulli-Prinzip, darüber reden wir an anderer Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher, wo das herkommt, wie man das herleitet, wie man es herleiten kann. Und die Ergebnisse, die aus den einzelnen Aktionen der Entscheiderin resultieren, werden auf Basis individueller Präferenzen durch eine Nutzenfunktion bewertet. Der Nutzen wird dabei in der Regel durch die Gesamtheit der Ergebnisse sowie die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Zustände beeinflusst. Was hier am Ende für eine Zahl rauskommt oder für einen Wert, hängt ab von dem jeweiligen Zustand und der jeweiligen Aktion. Und natürlich, wie wahrscheinlich dieser Zustand ist. So. Letzte Folie. Informationsbedarf. Selbst bei der bislang sehr knappen Darstellung von Robinsons Entscheidungssituation wird deutlich, das hoffe ich mal, dass der Informationsbedarf für eine optimale Entscheidungsfindung enorm ist. Okay?
Informationen sind super wichtig. Was die Nutzenfunktion angeht, so werden wir die kaum vollständig ausschreiben können. Das sehen Sie sofort, wenn Sie versuchen, für sich selber eine Nutzenfunktion aufzuschreiben. Ist sehr schwer. Was aber auf jeden Fall erforderlich ist, ist, dass wir die wesentlichen Elemente sammeln, die die individuelle Wohlfahrt beeinflussen. Genauso unmöglich wird es in der Regel sein, eine vollständige Auflistung aller Handlungsmöglichkeiten zusammenzustellen, denn viele Handlungsmöglichkeiten, es gibt einfach unendlich viele, aber man kann sich eben so behelfen, dass man viele Handlungsmöglichkeiten von vorweg schon ausschließen kann, weil sie sehr abwegig sind oder sehr unwahrscheinlich oder einfach keinen Sinn machen. Das heißt, man versucht immer, sich aufs Wesentliche zu beschränken und dann kann man eine einigermaßen vollständige Beschreibung des Katalogs erreichen. Außerdem kann man Aktionen mit sehr ähnlichen Ergebnissen vielleicht zu Typen von Entscheidungen zusammenfassen, was die Sache weiterhin erleichtert. Budgetrestriktionen sind häufig leicht zu ermitteln. In der Regel wissen wir genau, wie viele Ressourcen uns maximal für die Produktion zur Verfügung stehen, nämlich genau das, was im Lager ist. Schwieriger wird es bei der Ermittlung der Produktionsfunktion. Robinson kennt bestimmt nicht ganz genau mathematisch den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktor Einsatz und Produktionsmengen. Besonders wichtig ist es auf jeden Fall, dass der Robinson in der Lage ist, limitationale von substitutionalen Einsatzverhältnissen zu unterscheiden. Warum? Naja, bei limitationalen Verhältnissen passiert es eher mal, dass wir Einsatzgüter verschwenden, weil wenn wir nur von einem Gut ein bisschen zu viel einsetzen, dann ist das 100% Verschwendung, weil es den Output nicht erhöht. Ne? Also wenn wir viel mehr Mehl haben als Wasser, um Brot herzustellen, dann erhöht das nicht unsere Brotproduktion am Ende, unseren Output an Brot, weil wir ein bestimmtes Rezept haben, das wir einhalten müssen. Und wenn wir Mehl übrig haben, dann heißt das nicht, dass wir mehr Brot haben. Das müssen wir dann irgendwie einlagern oder so, aber im schlimmsten Fall müssen wir die Produktionsfaktoren dann wegschmeißen, weil sie nicht in den richtigen Verhältnissen eingesetzt werden können. Wie gehen wir also mit diesen Problemen in Bezug auf den Informationsbedarf um? Unsichere Erwartungen sind stets mit einem Mangel an Informationen über die Zukunft verbunden. Das ist genau die Definition. Wir wissen nicht genau, was morgen sein wird. Das nennen wir Unsicherheit. Per Definition ist Zufall genau das, worüber ein Entscheider keine genaueren Informationen hat. Der nicht gedeckte Informationsbedarf ist also im Hinblick auf die Verminderung von Einkommensunsicherheiten besonders groß. Umso wichtiger ist es also, die Informationen, die wir haben, so gut wie möglich auszunutzen und die Unsicherheit fassbar zu machen. Das bedeutet, konkrete, denkbare Zustände sollten explizit formuliert werden und wenn möglich auch mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gekennzeichnet. Das ist eigentlich der Kern von dem, was in Unternehmen oft als Risikomanagement bezeichnet wird. Ne? Ein Risikomanager macht nichts anderes, als sich Gedanken zu machen, was für Zustände können eintreten, die das Unternehmen betreffen, und mit welchen Wahrscheinlichkeiten treten diese Zustände ein und wie wirkt sich das auf die Aktionen aus, die im Unternehmen ausgeführt werden können. Natürlich reicht der Informationsstand in der Regel nicht, um objektive Wahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, sodass wir auf subjektive Wahrscheinlichkeiten ausweichen müssen. Selbst im Fall der Ungewissheit, also wenn wir gar nicht in der Lage sind, Wahrscheinlichkeiten zu beziffern, stellt das Grundmodell der Entscheidungstheorie erhebliche Anforderungen an den Informationsbedarf. Die Zusammenstellung aller möglichen Zustände wird in der Regel unvollständig sein. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass Entwicklungen eintreten, die gar nicht explizit in das Entscheidungskalkül einbezogen wurden. Okay? Das wird dann in der Literatur als Ex-Post-Überraschung gekennzeichnet. Wenn Sie zum Beispiel einen Produktionsstandort haben in einer Region, wo es in der Menschheitsgeschichte noch nie ein Erdbeben gegeben hat, aber es geschieht dann eben ein starkes Erdbeben, dann ist das etwas, womit Sie in der Regel nicht gerechnet haben. Da man diese Ex-Post-Überraschung nicht völlig ausschließen kann, sind besondere Vorkehrungen in Form freier Anpassungspotenziale erforderlich.
Ganz konkretes Beispiel wären also Rückstellungen eines Unternehmers für Geschäftsrisiken. Ne? Für eben genau solche Fälle, die er nicht antizipieren kann. Auch wenn eine vollständige Problembeschreibung und Lösung nur theoretisch möglich ist, wird hier deutlich, dass diese theoretische Analyse auf jeden Fall erforderlich ist, um grundsätzlich wichtige von relativ unwichtigen Elementen eines Entscheidungsproblems unterscheiden zu können. Ein weiterer Grund, warum das Grundmodell der Entscheidungstheorie durchaus praktische Bedeutung hat, ist, dass es eine sehr strukturierte Darstellung von Entscheidungsprozessen ermöglicht. Denken Sie nur zurück an die Entscheidungsmatrix. Egal um was für eine Entscheidungssituation es sich handelt, sollte die Entscheiderin stets über die Handlungsmöglichkeiten, über die denkbaren Zustände und die daraus resultierenden Ergebnisse und ihre Zielvorstellungen Rechenschaft legen können. Gute Entscheidungsfindung, das heißt rationale Entscheidungsfindung, ist anders nur schwer denkbar.